Hallo, ja, ein weiteres Beispiel zur Spektralanalyse mit Audacity. Und diesmal habe ich dieses Signal hier oben, dieses Rechtecksignal, erzeugen lassen durch das Programm. Das ist aber ein ganz besonderes Rechtecksignal, das verändert nämlich seine Frequenz. Und zwar steigt die Frequenz an. Ja, ich zeige euch mal eben, was ich da gemacht habe. Da war ich auf Spuren gegangen, dann auf neue Spur und Monospur. Und wenn ich dann diese leere Spur erhalten habe, dann bin ich auf Erzeugen gegangen, dann wieder auf Tongenerator und aber diesmal nicht auf Ton, sondern auf Chirp. Ja, da kann ich dann eben auch wieder ein Signal erzeugen, aber mit veränderlicher Frequenz. Ja, da habe ich hier eingegeben, die Frequenz soll von 100 Hz auf 800 Hz ansteigen und das Signal soll insgesamt eine Sekunde lang sein. Ja, können wir uns ja mal anhören. Achtung. Nochmal. Ja, das habe ich also gemacht. Das ist dieses Signal hier oben. Man kann es auch sehen. Hier sind die Abst Hoppla, was habe ich denn jetzt gemacht? Achtung. So. Jetzt ist es wieder in Ordnung. Also hier sind die Abstände am Anfang ziemlich groß. Da habe ich eine niedrige Frequenz. Das sind dann eben die 100 Hertz. Und hier hinten sind die Abstände klein. Die sind so klein, die kann man gar nicht mehr sehen. Da habe ich dann 800 Hertz. Ja, wir können das mal eben überprüfen. Wie überprüfen wir das? Wie machen wir das? Da markieren wir hier einfach so ein Stück am Anfang und gehen auf Analyse, Frequenzanalyse, das kennt ihr schon. Und da sehen wir, bei 100 Hertz habe ich hier einen großen Peak. Das heißt, da habe ich eine Grundfrequenz von 100 Hertz. Ja, und hier hinten am Ende, da machen wir wieder so eine Frequenzanalyse. So, da habe ich jetzt 800, ja, da habe ich einen Peak, also so eine Spitze hier bei 800 Hertz. Das heißt, mein Rechtecksignal hat 800 Hertz. Ja, so kann man das überprüfen. So, das Interessantere ist allerdings hier das, was da drunter ist. Da habe ich nämlich die Frequenzanalyse gemacht. Ja, ich kann ja nochmal hier zurückgehen. So habe ich hier die Wellenform. Ja, die habe ich so ein bisschen vergrößert. Dieses Fenster kann man nämlich hier so größer und kleiner machen. Ja, ich habe es größer gemacht, damit man es besser sieht. Und dann bin ich wieder auf Spektrogramm gegangen und dann habe ich das hier erhalten. Ja, und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Also das Signal selber, das hat ja hier das Rechtecksignal. Das hat ja eine Frequenz von 100 Hertz, zumindest hier am Anfang. Ja, und das sieht man hier auch. Ich habe hier ganz viele Sinusschwingungen. Und die Grundfrequenz, das ist die tiefschwarze hier, ja, die ist 100 Hertz. 100 Hertz Sinus. Das ist die Grundfrequenz und die Oberschwingungen, die Oberwellen, das sind diese schwarzen Streifen, die da drüber sind. Ja, die Oberschwingungen werden aber immer schwächer und das erkenne ich daran, dass die Grundschwingung tiefschwarz ist und die Oberschwingungen, die werden immer mehr grau. Ne? Die sind dann nicht mehr schwarz, sondern nur noch grau. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt von links nach rechts. Ja, und wir wissen ja, das Signal, also dieses Rechtecksignal hier oben, ja, das nimmt in der Frequenz zu und deshalb ist es logisch, dass sowohl die Grundfrequenz als auch die Oberschwingungen auch in der Frequenz zunehmen. Ja, gucken wir uns zunächst einmal die Grundfrequenz an. Die hat hier bei 100 Hertz begonnen. Und wenn die Sekunde zu Ende ist, also das Signal, dann erreicht die Grundschwingung diesen Wert hier und das sind ungefähr 800 Hertz. Ja, das kann ich hier an der Skala ablesen. Ja, und das gleiche ist mit den Oberschwingungen der Fall. Die gehen auch alle, also die Frequenz der Oberschwingung geht nach oben und deshalb sind diese ganzen schwarzen bzw. grauen Kurven alles Kurven, die nach oben gehen. Ja, immer weiter nach oben. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich euch zeigen wollte. Auf Wiedersehen.